So, jetzt gibt es noch mal einen Schleichabschnitt, einen kleinen. Ich kann hier die Gegner zu bestimmten Konsolen locken, um mir einen Weg zu eröffnen, zum Beispiel. Achso, ich dachte, das würde die dahin locken. Doch, oder? Da geht sie ja dahin. Ja, sie geht auch dahin, ja. Kannst du sie auch dahin locken? Ja. Die Frage ist, wo soll ich denn eigentlich hin? Ich glaube, zu diesem Strahl einfach, oder? Da rechts, jetzt, genau. Ja. Ah ja. Ah, okay, da sollen die rein. Ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt. Was meinten die? To the girl. Jetzt geht's einfach in die nächste Sektion, oder wie? Wahrscheinlich wird das jetzt von Abschnitt zu Abschnitt so ein bisschen komplexer. Oder das war schon wieder der ganze Schleichabschnitt. Es würde mich nicht wundern. Nee, guck mal, du musst aber wirklich. Oh, es kommt der Klassiker an der Wand. Also komm, also so doll an der Wand entlang schleichen, da geht aber Nathan Drake an deutlich engeren Kanten entlang. Der hätte da wirklich lang gehen können sogar, ey. Ja. Aber vielleicht hat er, ich kann es nachvollziehen, also vielleicht hat er Höhenangst. Ich, ja, okay. Ich würde da auch eher mich ein bisschen an die Wand drücken. Aber guck mal, hier kommt noch was ein Abschnitt. Get going. Ja, will er nicht. Doch. Ich weiß nicht, ob ich hier weiter soll. Ah, ja, doch. Okay. Ich dachte, ich soll die Treppe hoch. Nee, du musst ja eigentlich wieder nur diese Pfosten finden. Vollpfosten, ey. Ja. Genau. So, der geht jetzt da lang. Da kannst du aber auch nur abwarten und nichts tun, oder? Hier kann ich nicht rüber. Aber wenn er direkt an dir vorbeigeht, kannst du eigentlich genau den Weg wieder runterlocken. Nee. Ich glaube, er dreht sich da immer nur, er geht da immer nur ein Stück vor und zurück. Genau, dann kannst du wahrscheinlich da an der Seite irgendwie rein oder so. Wenn da was ist. Oha. Ja, und jetzt musst du ihn da gleich zu dem Computer locken. Aber was ist mit den anderen beiden, frage ich mich. Na, die unterhalten sich da ja nur. Ich weiß nicht, ich würde den gar nicht irgendwo hinlocken. Ich würde jetzt einfach nur. Okay, das ist natürlich deutlich klüger. Das gebe ich gerne zu. Siehst du, ich bin so in der Mechanik drin. Ich habe gar nicht überlegt, ob das wirklich klug wäre. Wir können das machen. Denken wir nicht drüber nach, ob wir es machen sollten. Ja. Das ist die gute alte Jurassic Park. Durch hier. Das ist wiederum sehr klug. A malfunction. So, jetzt gehen sie beide. Ja, der eine geht dahin. Der andere guckt aber nicht so richtig dahin. Das ist doch ganz gut. Heißt, der muss hier hin. Ja, der muss hier hin. Okay. Ja, der ist noch da. Das heißt, du kannst direkt durchlaufen. Die sind relativ lang an diesen Dingern. Ja, die machen ihre Arbeit halt gewissenhaft. Gut so. Das Geile ist, dass das Ding ausgeht, wiederum sieht keiner, oder wie? Nee. Ah, nee, die gehen nicht aus. Die ändern nur so ein bisschen, die leuchten nur so ein bisschen. Ah, aber wir sind in einem Videospiel, also drei. Und vor allem, wenn du das Gebiet geschafft hast, dann musst du dir auch keine Sorgen mehr darum machen, erwischt zu werden, weil dann geht's automatisch ins nächste. Das ist ja dann, da können sie ja nichts mehr dran ändern. Nee. Die geben dann auf innerlich. Legen sich dann, ich hatte heute die eine Aufgabe und ich habe voll versagt. Trauen sich gar nicht nach Hause, wollen dann ihrer Familie gar nicht erzählen, was für eine Schmach sie erleidet haben. Dann fällt ihnen ein, die Familie ist noch auf so einem Stick und dann ist alles egal.
Ganze. Oh, scheiße. Das ist aber auch wild. Echt. Wenn du einmal. Also, es ist schwer zu sehen, auch wo sie so sind. So, ne? Ja, aber auch wenn du einmal ganz kurz gesehen bist, hast du fast gar keine Chance, wieder rauszukommen, weil das Layout überhaupt nicht dafür ausgelegt ist, dass du dich gut verstecken kannst. Ja. Also, erstmal rausfinden, was sie so machen. Also, die dreht hier so ihre Runde. Da ist eine Konsole, da ist eine Konsole, da. Jetzt die Frage, wo die hier zum Beispiel, die dreht hier quasi die Runde weiter. Okay. Aber wenn du die Treppe hoch willst, dann dürftest du doch jetzt eigentlich weitergehen können, oder? Nee. Doch. Ich verstehe auch ehrlich gesagt nicht, wann die dich sehen. Also ich glaube, der Blickwinkel ist relativ eng. Okay, der geht da rüber. Ich weiß noch nicht genau, wo ist denn eigentlich... Ja, geradeaus, aber wo ist dieses Ding dafür, ne? Das ist tatsächlich jetzt ein bisschen komplexer als davor. Aber auch nur, weil du nicht weißt, wo du hingehen sollst. Ja. Wirklich, du musst nur aufpassen, weil die gleich hinter dir da wieder rauskommt, genau. Was denn? Nein, du hast gar nichts gesehen. Ja. Die Frage, welche Richtung eher? Ich glaube, du musst halt wirklich da geradeaus. Aber da stehen ja auch noch zwei, glaube ich. Ja, okay, ich muss einmal komplett drum. Ja. Also da geradeaus ist auf jeden Fall noch einer gleich gewesen. Hier rechts, ne? Ich glaube, aber auch hinter dir auch. Das ist jetzt doof. Aber der sieht dich nicht, der andere da. Nee. Also. Aber wenn ich jetzt hier raus. Also der sieht mich. Ja, der sieht dich auf jeden Fall. Den musst du irgendwie wegbekommen. I see. Ah, ja, okay. Nein, tut ihn nicht. Okay, sind aber auch schon ein bisschen irgendwie anders weglocken. Ja, aber es muss ja auch funktionieren, ne? Probier jetzt mal was. Einfach weglaufen, meinst du? Es funktioniert auch nicht. Okay. Oh, Ort. Das war ja merkwürdig. Okay, du hast einfach keinen Computer benutzen müssen. Einfach zu doof. Aber es, ehrlich gesagt, ich bin ganz froh, dass es so verzeihend ist, weil ich will in dem Spiel keine große spielerische Herausforderung. Ja, ja. Well done. Let's get out of here. Vor der er kommt mit so einem lauten Bang rein teleportiert. Ja, das hat ja keiner mitbekommen. Keiner hören. More emitters. Guess we can't teleport the rest of the way. That craft can take us to the main power chamber. No way we can make that jump. When I was younger, maybe. Er muss aber auch immer noch das letzte Wort haben. Ja. Angeber. So ein Angeber. Also irgendwie sehen die Steine dann gleich nach Schießen aus. So wie früher ein Verdeckungsshooter, kennst du das noch, wo du in den Bereich reinkommst und so, hier wird gleich gekämpft. Das heißt früher. Das stimmt, das gibt es eigentlich immer noch. Fährt es ganz langsam rüber, genau. Und wir mussten dann in dem Moment uns verteidigen. Aber so als das erste Gears of War kam, da war das richtig krass, da hatte das jedes Third-Person-Spiel. Ja. Ich hab doch nicht mal eine Szene dazwischen gehabt. Okay, ich muss direkt rüber. Nee. Hä?
Geil ist halt auch mit diesem Incoming Fire. Das steht aber eigentlich auch mehr oder weniger immer. Ich glaub, du musst mal zurück. Ach, verdammt. Das ist aber auch unglaublich Scheiße. Komisch. What the hell? I've got this thing set to maximum stun. How are they getting up? Something's different about the Takan here. Stunning isn't an option. Oh nein, jetzt wird, müssen wir. Es wird plötzlich ernst. Ja. Oh, das wird auch irgendwas hinauslaufen. Das ist doch die einzige, die uns noch wichtig ist, die da irgendwie noch ist. Stimmt. Oh. Ja, dann. Ich würde sagen, abballern. Ich fand die jetzt nicht so sympathisch. Jo, das ist unsere Freundin. Ja, aber zu welchem Preis, ne? This would go faster if you did something about them. Hä? Gut ist auch. Ich habe immer das Gefühl, ich kann da gar nicht da hinziehen, wo du hin müsstest. Ja, ne? Da hinziehen, wo ich hinziehen müsste. Aber ist egal, hat jetzt sowieso irgendwie gereicht fürs Erste. It's a Guardian! He's with them! Aha, okay. Okay, du musst also erst das Force Field logischerweise wegballern. Das ist jetzt so eine Art Bosskampf aus. Ja, so ein bisschen. Keine Sorge, ich schnapp das. So, jetzt kannst du den Piloten abballern. Hab ihn. Jawohl, tschüss. Guck mal, musst du nicht mal selbst töten, das machen die jetzt automatisch. Don't drink and drive. Guardian! Stell dir vor, du bist so ein Held in so einem Spiel oder in so einem Film. Und dann fällt dir kein guter Spruch ein, das ist einfach so. Stirb! Verdammt. We've left them behind. I've seen it with my own eyes. They're not real to come. We were conquerors, not parasites. The souls I pushed your captain to spare will not be used for this end. You are the last real Takan. Don't let them tarnish that with what they're doing. Because if we don't stop the Scions of the Flame, they will be the legacy of your people. Never. That's the attitude. Oh, Winston. Ich find's aber ganz cool, weil er müsste doch eigentlich auch dann aus einer richtigen Star Trek-Folge kommen, das Portal, ne? Ja, ja, er kommt ja aus Episode 5. Season 1, Next Generation. Aber das ist sau cool, dass sie den dann auch so richtig eingebaut haben. Ja. Timing is perfect. Ach, guck mal, jetzt kommen sie zurück. Ja, schade. Timing ist eigentlich nicht so perfekt. Vor Stunden oder vor einer Stunde hättest du erster Offizier werden können. Naja. Schade drum, ne? Komm, dann auch zu kündigen ist immer eine blöde Idee, weil du bist ja trotzdem erstmal auf dem Schiff. Oh! What the fuck? They're here! Look, I
geil! Woohoo. Okay. We're being hailed by the USS Titan. Put them through. Commander Riker! Sorry to keep you waiting, Resolute. We got here as fast as we could. Looks like you've got your hands full with this monster. We're damn glad to see you, Captain. We could use all the help we can get. I told you I'd be here. So, what are we up against? No. It's happening again. We have to warn them. Open a channel to all Starfleet ships immediately. Starting emergency transmission. This is Captain Jara Rydek of the USS Resolute. The ship we're fighting is armed with a bioforming ray that can transform your entire crew instantaneously. Avoid being hit at all costs. And remember, they have our shield algorithms, so take preemptive evasive action. They're gone. Is it an Art Reliance class or something? We have to destroy that ship. Otherwise, it won't be long before they're coming after us. They could all be declined. Or none of them. We can't assume anything yet. I can't attack another Federation ship. I need alternatives. Full impulse power. Take us in for a closer look. Wir können einfach den Antrieb ausschießen. Zum Beispiel. Funktioniert in die. Ja, okay. Okay. That's not a Starfleet ship. The T'Kan have it. Shields at full power. Ja, wir haben noch festgestellt, dass die Schilde nicht funktionieren. Achso, okay, die schon, okay. But they won't for very long. Fire phasers! Firing. Shields at 60%. Heavy damage reported in astrometrics. Fire everything. Hit them with everything we've got. Aye, Captain. Heavy fire. Shields now at 40%. Stay with it. Keep firing. Their weapon systems are offline. Now's our chance. Finish it. We can send Galvin a message. So that was know exactly what he's up against. Cripple and that we're willing to fight to the very end. Take out their engines. Fire when ready. Ich wollte gerade sagen, es ist doch targeting immer... Their engines. Wir sind doch besser als fire. Das. Das ist unsere Message. Oh, das ist aber auch krass. Oh, jetzt haben sie aber eine ganze Menge Schiffe erwischt hier. Wie heißen denn die Klassen? Captain Rydek, the Aphelion is too much for any one of us to take on alone. But collectively, we might just have a shot. On our way. Full impulse power. Aye, Captain. Die eine war auf jeden Fall wieder SP oder XL. Das ist nicht so. Ich glaube, XL ist auch besser. Das ist zwei Schiffe. Attack bioforming ray. Target the bioforming ray. Fire photon torpedoes. Firing photon torpedoes. Trying to re-establish. Power levels are dropping all over the ship, but our engines are still running strong. This is what happened to the Enterprise. They're draining our energy. We're caught in it too. I hope the away team is having more success than we are. Das ist doch die perfekte Überleitung, die wir brauchen.
there is a way to disable the Aphelion, it's there. We strike at the heart. The Cotabula. I can feel the energy. Don't get too used to it. We're gonna take that thing down. Wie groß ist halt da drin dann noch? Ja. Ne? Ja, und es ist halt wirklich so, es ist so technisch über allem, was dein Verständnis ist, und deswegen kann es halt auch so weird und so komisch sein, wie es will. Mhm. Passt schon. Energy field to enter. I must do it. It requires the hands of a Takon. Is it working? It started. Is the opening wide enough to get through? Well, is it wide enough? No, but I can see the Cartabula. What about now? Ja, ja, passt schon. Was soll schon passieren? Ah, you still can't get in. Stand back. I'll try again. Natürlich. Hat echt einfach eine geile Dynamik. Also, ja. Was und wie schnell alles passiert. Oh, da ist er, Miranda. Ich bin aber auch echt Fan von dieser Wechselwirkung. So, du hast wirklich irgendwie immer einen Grund, warum das Team jetzt dran ist. Die sind nicht unwichtig. I'm not going to remind you of the oath you took. I want you to remember why you made it. Your bond to your people. You can bring your empire back, and all you have to do is nothing. Stand back, and we will handle them. So much time doing nothing. Warhammer. So, oder einfach Super Saiyajin geworden. Wait, you need to open the energy field. In time. Sorry, Sie haben da noch was vergessen. If you could get to the Cartabula, don't wait for me. Ja, können wir ja nicht, weil du die Tür aufmachst. Hallo? Hä, aber wie denn nun? The gap isn't much wider. Can we get through? Maybe we can widen it with a containment field from the tricorder. The tricorder kann das Ding alles kann, ne? Ja. I don't think we can crowbar our way in. It takes a Takon to do it. Boah, das ist ja fies. Alter. That's far enough.
Alter! Jetzt rasten sie aber auf. Ich glaube, es hackt. Carter, I could have killed you both easily. But the part of me that is still Miranda won't let me. She compels me to bring you into the fold. I will make you one of us. Trust me, this is the best outcome you can hope for. Miranda wouldn't want that. You don't know her like I do. Oh Mist, unsere Beziehung ist hat gelitten darunter. Und damit. Nein, unser Phaser! Und damit sind auch die Soundeffekte kurz verschwunden. Das hat uns den Sound verschlagen. Oh, kommt jetzt ein klassischer Fistfight? Grab Device. Was weiß ich denn, was das Richtige ist? Keine Ahnung. Scheiße. Oh nein! Falsche Richtung! Den Deus Ex Handschuh. Mit Dead Space 2 auch noch ein bisschen drin. Du musst zählen. No! Nicht Diaz! Jetzt können wir immer noch entscheiden, ob wir sie töten oder nicht. Oh, er ist ja clever. Finally, we can be. Oh, ach, sie musste auf Kill drücken. Oh, scheiße, sie musste auf Kill drücken. Ja, mein Gott. War es wirklich so schade jetzt um Miranda? Alter, sind so Freunde. Oh, guck mal, voll das Loch da durch die Brust geschossen. Ja, stimmt, wir wollten ja von Anfang an die Tränen. Jetzt mal doch die Pistole genommen. Boah. Ein kleiner Psychotrip hier. Aber wie der ausgeht, sehen wir in der nächsten Folge. Cliffhanger Fritz hier wieder. Bis denn, tschüss.